Bärchen, es wird ernst. Wir betreten jetzt die Liga. Jetzt müssen wir zunächst an diesem Wächter vorbei. Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle 8 Orden von Ryoto. Geh bitte weiter. Okay. Okay, okay. Wer seid ihr? Dieser Weg führt zum Silberberg. Dir werden beängstigend starke Pokémon begegnen. Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass es einem Angst macht. Sie erwarten dich. Okay, dann hoffentlich schaffen wir die Pokémon-Liga zu schaffen, ja. So, hier sind wir wieder. In der Siegestraße. Hier waren wir auch bereits im Gelb-Let's Play. Dann schauen wir mal, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Emily's Pokémon greift uns an. Ein Gilrock. Ich glaube, die gab es auch in der Game-Edition hier. Was mache ich denn da? Ich nehme mal Gyarados. Gyarados hat hier den Elementvorteil. Ich hoffe, Gyarados setzt jetzt nicht Finale ein. Kein Finale. Dankeschön. Genau das wollte ich. Nicht. Troll Georg. Okay, hier ist ein verstecktes Item, ein Hyperheiler. Mann, dieser Ort. Ich habe jetzt irgendwie so ein Déjà-vu. Aber wo sind die Trainer? Ich meine, damals in der Game-Edition war die Siegestraße befüllt mit Trainern. Wo sind die jetzt? Oh, Rizoros, cool. Die gab es in der Game-Edition nicht. Level 35 wäre fangenswert. Aber ich besieg's lieber. Denn Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt für die Liga. So, das wird ein One-Hit-Kill. Vierfach stark. Das überlebt kein Gesteins-Pokémon. Gut, es müsste auch ein Level-Up für Gyarados geben. Noch nicht ganz. Ich glaube, ich gebe mal den EP-Teiler jetzt ein anderes Pokémon. Wohin genau hat, glaube ich, schon ein gutes Level erreicht. Ja, Level 43 ist eigentlich schon okay. Ich gebe es mal Gyarados, den EP-Teiler. Zauberwasser trägt es bereits, okay. Aber EP-Teiler ist momentan noch besser. Okay. Gut, hier konnte man in der Game-Edition Himmelsfeger finden und hier finden wir Hyperheiler. Vielleicht finden wir ja nochmal Himmelsfeger. Mal schauen. Sandama. Sandama gab es in der Game-Edition hier auch nicht. Sehr interessant. Aber ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. So, ich glaube, wenn man hier nach oben gegangen ist in der Game-Edition, war dann Sonderbomber und hier fand man Himmelsfeger. Hier finden wir allerdings einen Top-Beleber. Und ein weiteres Pokémon attackiert uns. Und übrigens sind die Level der Pokémon gleich, glaube ich, wie in der Siegestraße in der Game-Edition. Vielleicht ein bisschen schwächer. Ja, ich glaube in der gelben waren sie ein bisschen stärker als hier. Hier haben sie nur Level 34, in der gelben hatten sie ungefähr 40. Ein Rihorn. Na, tut mir leid, Rihorn, vielleicht ein anderes Mal. Aber ich bin begeistert, dass hier so verschiedene Pokémon jetzt auftauchen. So, ich setze jetzt mal Alpollo an erster Stelle. Immer noch keine Trainer. Wo seid ihr, Trainer? Seid ihr alle gestorben oder was? Gut, hier musste man damals stärker einsetzen, damit man hier einen Schalter bewegen konnte. Ein weiteres Pokémon greift uns an. Sandama. Schon wieder. Auch wieder dasselbe Level wie vorhin, das Sandama hatte. So, und hier konnte man damals in der Game-Edition Turmkick finden. Ich erinnere mich noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Naja, okay.
Rizos kann man eigentlich gleich killen. Aber ich fliehe lieber. Mann, so viele Rizoros auf einmal sieht man selten. Wahrscheinlich ist es dasselbe Rizoros wie gerade eben. Und KP Plus gefunden. Sehr schön. KP Plus gebe ich mal. Wohin genau? Genau. Genau, ich gebe es wohin genau. Okay. Gut, hier geht's auch weiter. Und ein weiteres Pokémon attackiert uns. Hurra. Ein wildes Golbatz. Okay. Gut, da fliehe ich lieber. So. Und da ist schon der Ausgang. Was zum... Moment. Willst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Gold, ich fordere dich heraus. Okay, mal schauen, ob wir den besiegen können. Okay, er hat auch ein volles Team, genauso wie wir jetzt. Schauen wir mal nach, was für Pokémon hat. Ein Sneebel, Level 34. Mit Alpollo zu kämpfen wäre riskant, weil es ein Unlicht-Pokémon ist. Und Unlicht-Pokémon sind stark gegen Geister-Pokémon. Daher wechsle ich jetzt mal und nehme Nachtara. Unlicht gegen Unlicht. Nein, Zornklinge ist sehr effektiv, Käfer gegen Unlicht. Wir müssen aufpassen, Zornklinge wird immer stärker. Das könnte gefährlich werden. Verdammt! Oh Gott, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, das muss treffen! Nein! Nachtara! Na, Sternschauer! Oh Gott, seine Zornklinge wird immer stärker! Das ist überhaupt nicht gut. Mach ihn schnell kalt, Nachtara! Bevor er seine Zornklinge immer stärker wird. Oh Gott, das wird... Oje, oje, oje. Komm schon, Nachtara, gleich hast du's. Du schaffst es. Komm, das überstehst du. Nachtara, nein! Nein, Nachtara! Ah, shit, und jetzt? Ich nehme X-Bart. X-Bart ist schneller als Sneebel, weil... Oh Gott, ich lasse das Fliegen ein, damit seine Zornklinge jetzt aufhört. So, du musst nämlich immer hintereinander treffen, wenn sie einmal nicht trifft, ist die Stärke von Zornklingen wieder weg. Boah, das Sneebel hat mir gerade den Schrecken gemacht, ey, boah. Und das war gerade mal sein erstes Pokémon. Magneton, er hat seinen Magnetilo entwickelt. Magneton, da nehme ich natürlich. Verdammt, ich habe im Imperator, wollte ich wieder sagen. Ich habe Tornado nicht dabei, dann muss ich jetzt Ersatz finden, und zwar nehme ich jetzt Wingenau. Schade, dass wir unser volles Team nicht dabei haben. Aber wir mussten ein paar Pokémon da lassen, weil wir ein paar VM-Slave brauchten, um hierher zu kommen. So, okay. Er wird mich bestimmt mit Donnerwelle angreifen, daher Bodyguard. Ah, er ist schneller. Aber trotzdem, er hat mich getroffen. Gut, und jetzt greife ich mich bitte mit einer Elektroattacke an. Dankeschön. Und es soll möglichst viel abziehen. Ja, sehr schöne Arbeit, wohin genau. Ja gut, greifen wir wohin genau weiterhin an. So, Magneton ist auch down. Sehr schön. Ohne Tornado gekillt. Und Gyarados erreicht Level 41. Was kommt jetzt? Golbat. Wollen wir Golbat gegen X-Bat antreten lassen? Ja, warum nicht? Okay, sein Golbat ist Level 36 und wir haben einen X-Bart Level 42, ne 41, verdammt. Aber unseres kann außerdem noch fliegen. Oh, wie süß, seins kann noch Flügelschlag, ist das nicht putzig? Na ja, gut, unser X-Bart kann auch Flügelschlag, aber unseres kann noch fliegen zusätzlich noch. Das müsste
ein Achtel abziehen. Ja, ungefähr so ein Achtel war es jetzt. Und das war's jetzt für dich, Golbatz. Lass mich in die Liga rein, Silber. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss Pokémon-Meister werden. Kadabra, da nehme ich Nachtara. Nein, Nachtara ist down. Oh, das wäre so schön gewesen. Na gut, wohin genau? Okay, da setze ich, greife ich bestimmt mit einer Psycho-Attacke an. Daher greife ich jetzt an mit Spiegelcape. Es sieht etwas, und zwar, dass er verlieren wird. Auf mit Seher anzugreifen, du musst auch was anderes mal benutzen. Seher ist doch eine Normalattacke, oder? Und normal ist ja... Ich nehme mal Konter. Oh Gott, hoffentlich zieht es nicht so viel ab. So, jetzt der Konter. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht so ganz, wenn man mit wohin genau da mit seiner Seher-Taktik irgendwie das macht. Ja, sorry, ich wollte mir den Top-Beleber eigentlich für die Liga aufheben, aber ich glaube, Nastara könnte den besser gebrauchen als unser. Als Bit für die Liga. So, ist wieder fit, das ist gut. So, jetzt kommt Nastara wieder in den Kampf. Nein, nicht X-Bad, X-Bad wäre völlig falsch. Ja, auch Seher trifft gegen Nachtara. Zieht aber nicht so viel ab. Unglaublich. Gut, dann eben greifen wir an mit Sternschauer. Boah, One-Hit-Kill. Nachtaras erster One-Hit-Kill. Sehr schön. Und das in der Liga. Ich bin begeistert. Sehr gute Arbeit, Nachtara. Und sein... Oh Gott, jetzt kommt sein Starter. Ach, jetzt könnte man zum Mutter einsetzen mit Donnerschlag, aber wir haben es nicht dabei. Ich nehme mal wohin genau. Okay, und jetzt greift er mich bestimmt mit einer Wasserattacke an, oder nee, er greift mich mit Knirsche an. Na, Grimasse. Ich glaube, er greift mich mit Knirsche an, deswegen setze ich jetzt Konter ein. Oder kann Impagata schon Knirscher mit Level 38? Keine Ahnung. Er hat mich mit Stützer jetzt angegriffen und Stützer ist auch ein normaler Angriff. Ja gut, mach's ruhig weiter. Weil du irgendwie normal ist, wenn es geschädigt wird. Ja, und ihr seht, wo genau ist gar nicht mal so scheiße, also... An die Leute, die jetzt dachten, Woingenau wäre eine scheiß Lösung, da muss ich denen jetzt widersprechen, denn Woingenau kann richtig abgehen. So, und jetzt beenden wir das Ganze mit Abgangsbund. Ich hoffe, Woingenau überlebt den Angriff. Ja, na klar. So, und jetzt kill mein Woingenau bitte. Ich liebe es, das zu sagen. Woingenau! Zieh ihn mit in den Tod! Gut, und Garo, das Trick ist die volle Erfahrungspunkteanzahl. Und Silber ist down. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe alles gegeben. Was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann, und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. Gut, wir haben den Ausgang jetzt erreicht. Und? Oh Gott. Indigo Plateau. Das ultimative Ziel aller Trainer. Hauptquartier der Pokémon-Liga. Wir haben es geschafft, wir haben die Liga erreicht. Aber zuvor, wir gegen die Top 4 antreten, möchte ich noch die Siegestraße vollständig erkunden.
Halt, ich nehme noch mein vollständiges Team noch gleich mit. Gut, dass hier eine Box ist. Ablegen tun wir Suicune. Das legendäre Pokémon der Kristalledition. So, und jetzt nehmen wir unseren Starter mit. Nicht zu fassen, dass ich den abgelegt habe. Tut mir leid, Tornado. Hat der Kevin wohl nicht ganz kurz nicht nachgedacht. Okay. Dann schauen wir noch nach, was sich alles hier in der Siegestraße verbirgt. Und dann machen wir im nächsten Part die Top 4. Ein Rihorn. Schon wieder. Eigentlich könnte ich die Kämpfe speeden. Soll ich die Kämpfe speeden? Ne, ich speed die mal nicht. Themen 26. Das ist Erdbeben. Und zwar bringe ich Erdbeben einem Pokémon bei, was auch im Moveset steht. Und zwar bringe ich Erdbeben Tornado bei. Habe ich bis jetzt immer gemacht. Das ist dann als Gegenangriff gegen Gesteins-Pokémon. Dann kann Tornado auch Gesteins-Pokémon töten. Der Attacke soll vergessen werden. Ja, vergiss mal den Walzer. Oder Kopfnuss? Nun mach mal Walzer weg. Okay, Tornado kann jetzt nun Erdbeben. Unsere Pokémon werden immer stärker. Und hier geht's weiter. Achso, hier geht's zurück. Fail. Aber wir waren hier noch nicht. Hier sind wir auch noch nicht reingegangen. Ein Rihorn. Ach komm schon. Oh, diese wilden Pokémon nerven mich. Ich speed jetzt ein bisschen. Lass mich in Ruhe. Und Onyx. Cool. So, hier ist ein weiteres Item. Top-Genesung. Brauchen wir für die Liga. Sehr gut, dass es hier zu finden ist. Lass mich in Frieden. Lass mich in Ruhe, ihr wilden Pokémon. Nervt mich nicht. Gut. Wir sind wieder noch nicht nach unten gesprungen. Ah, hier finden wir noch ein Item. Ein Top-Trank. Auch wieder gut für die Liga. Oder? Doch, hier waren wir schon. Verdammt, hier geht's zurück. Moment, wenn wir schon über zurückreden. Ich glaube, ich habe noch was zu erledigen. Und zwar muss ich jetzt leider ein bisschen speeden. Tut mir leid, dass ich das machen muss. Ich würde sagen, die Siegestraße haben wir auch schon erkundet. So, okay. Lass mich. Okay, wir sind jetzt wieder draußen. Und jetzt nehme ich mal Felino mit. Jetzt fragt ihr euch, warum ich Felino wahrscheinlich mitnehme. Ganz einfach, wir haben ja noch was übersehen. Auf dem Hinweg zur Pokémon-Liga. Das möchte ich auch noch schnell machen. Nein, Gardos, nicht ablegen. Ah. Na gut, wohin genau? Ablegen. Und dann nehme ich Felino mit. Hey, man findet hier auch auf dem Weg eine gute TM, die glaube ich im Moveset drin steht. Ich bin mir allerdings noch nicht so sicher, aber es wäre gut, wenn wir die mal mitnehmen würden, die TM. Denn die haut richtig rein. Gut, muss mal schauen, ob ich es richtig gemacht habe. Nein, ich habe Gardos noch nicht dabei, okay. Die Verbindung wurde blablabla hergestellt. Okay, Gardos. Nein, nicht das! Immer dieses Shiny Gardos. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ich werde das jetzt in eine andere Box verschieben, das Shiny Gardos. Weil ich immer drauf reinfalle. So, Gardos, du kommst in Box 2. Und wo ist mein echtes Gardos? Das blaue Gardos? Hier. Okay, gut. Jetzt müssen wir wieder durch die Siegestraße durch.
Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich mach's anders. Und zwar ist hier, steht hier so ein Typ. Ah, du forderst also die Top 4 heraus. Bist du wirklich bereit? Wenn du mehr trainieren willst, kann dir mein Abra helfen. Es kann dich nach Hause teleportieren. Möchtest du jetzt nach Hause? Ja. Okay, stell dir dein Haus vor. Ich habe gerade an Mädels gedacht. Naja. Gut, dann surfen wir wieder in Richtung Liga. Hier unten befindet sich übrigens nichts. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht hier nach unten gehe. Und zwar ist hier noch was. Verdammt, jetzt haben wir Kaskade nicht dabei. Nicht gut. So, hier ist ein Item. Ein Sonderbonbon. Okay. Aber hier gibt es noch etwas. Und zwar müssen wir jetzt wieder zur Liga fliegen. Indigo-Plateau. Dann nehme ich doch wieder Suicune mit. Ich hab ganz vergessen, dass da die Toyo-Fälle waren, deswegen muss ich jetzt Suicune nochmal mitnehmen. Okay. Erstmal ein Pokémon ablegen. Ich nehme jetzt mal Naftara in die Box rein. Und dann tue ich Suicune in die Box. Quatsch. Dann nehme ich Suicune wieder ins Team, meine Güte. Okay, und jetzt, halt, jetzt musst du wieder zu diesem Abra-Fuzzi hin. Okay, und das sind wir auch schon wieder. Irgendwie speed ich jetzt in letzter Zeit so häufig. Finger weg von der Speed-Taste! Außer bei diesen unnötigen Pokémon-Kämpfen. Wir haben Suicune an erster Stelle. Ist ja lustig. Also gut, das müssen wir ändern. Tornupto, Tausch mit Suicune. Jetzt gehen wir nochmal durch die Toyo-Fälle. Möchtest du Kaskade einsetzen? Ja. Lass mich in Frieden. So, okay. So, jetzt müssen wir uns hier unten halten, denn dort unten finden wir etwas. Lass mich in Frieden. Arbok. Cool. La, la, la. Wir gehen zur Pokémon-Liga. Oder waren schon dort. Ist egal. So, hier ist nämlich ein Strudel. Das ist der Grund, warum ich Felino gerade mitgenommen habe. Und hier finden wir ein Item und einen Trainer. Der ein Porenta, glaube ich, hat. Zwitscher, Zwitscher! Der hat bestimmt einen Porenta, habe ich gut in Erinnerung. Ja, der Kevin hat ein gutes Gedächtnis. Irgendwie habe ich heute Bock auf frittierten Vogel. Oder nee, Stutz wäre ihm erst einmal die Flügel. Oh! Jetzt konnten wir den gar nicht grillen. Naja, ist auch egal. Zwitscher. Kannst du nur Zwitscher sagen oder was? Vogelfänger wie ich imitieren Vogelstimmen, um dadurch den Pokémon Befehle zu erteilen. Sieht Porenta etwas Schönes, geht es los und holt es. Magst du schöne Dinge? Wenn du magst, nein, ich will nicht deine Nummer. Nein. Ja, dann stalkst du wieder. Tag und Nacht. Dann rufst du mich um 12 Uhr morgens an. So, TM22 ist Solarstrahl. Ich schaue jetzt mal nach, welches Pokémon das vielleicht im Moveset beherrschen soll. Okay, Solarstrahl steht nicht im Moveset eines Pokémons drin, aber ich schau mal nach, welches Pokémon ist vielleicht. Okay. Wäre cool, wenn Naftara Solarstrahl könnte. Achso, wir haben Naftara nicht dabei.
Dann schaue ich mal nach. Dann nehme ich mal Nachtara mit und dann schaue ich nach, ob Solarstrahl Nachtara kann. Oder ob Nachtara Solarstrahl kann. Umgekehrt. Okay, Route 23. Dann nehmen wir Nachtara wieder mit. Und lagern Felino wieder in die Box. Und Suicune auch. Und Doringenau nehmen wir auch wieder mit. Und dann bereite ich noch ein paar Sachen vor und dann geht's im nächsten Part ab in die Top 4. Also, ja, wir müssen zunächst erst unser Team ein bisschen lernen. Momento, Suicune ab in Box 1. Und Felio auch. Keine Ahnung, warum ich es Felio genannt habe. Habe ich ganz vergessen. So, da ist wohin genau? Lol, an erster Stelle. Okay, dann Pokémon noch heilen zur Vollständigkeit. Okay. Dann nehme ich noch ein paar Items mit, die wir gelagert haben für die Pokémon-Liga. Was lage ich denn jetzt rein? Den Mondstein auf jeden Fall. Das Sonderbaumann auch. Fluchtseil könnten wir verkaufen. Moment, wir haben hier einen Markt nebenan. Verkaufe ich da gleich die paar Sachen, die wir jetzt noch übrig haben. Wie zum Beispiel die zwei Nuggets hier. Und das Fluchtseil. Nein, nicht den Top-Beleber, sondern das Fluchtseil. Okay, dann... Ja, das reicht eigentlich. Ach ja, ich sollte vielleicht noch meinen Pokémon die Items geben, die sie brauchen. Zauberwasser gebe ich mal Garados. Den haben wir vorhin den EP-Teile gegeben, aber egal. Den EP-Teile gebe ich mal Tornupto. Was haben wir denn noch für TMs, für Sachen? Schauen wir mal in unsere Itembox rein. Giftstich, Wundersaat, verstärkt Pflanzenattacken haben wir leider keine. Eisattacken haben wir auch keine, außer Gardos mit Eissturm. Wasserstein, nein. Bodenattacken, ja, hat. Tornupto hat den Bodenattacke, nämlich Erdbeben. Nehme ich mal mit. Die Top-Sachen, die nehme ich alle mit. Die sind nämlich wirklich top, die Sachen. Okay, was haben wir denn noch? Hypertrank nehme ich auch mit. Supertrank, na, ich weiß nicht, bringt es nicht irgendwie nicht mehr so sehr. Dann nehme ich noch das rosa Band mit für Nachtara. Als Top-Elixier nehme ich mit. Leber nehme ich auch mit. Dann, was haben wir denn noch? Halt, was ist das? Top-Genesung. Na, auf jeden Fall nehmen wir den mit. Okay, das passt eigentlich. Dann geben wir dem Pokémon die Items. Warum sage ich immer TMs statt Item? Brudersand gebe ich jetzt doch lieber Tornupto. Dann trägt er den Erfahrungspunkte-Teiler zwar nicht mehr, aber ist auch egal. Dann das rosa Band, das gebe ich nach Tara. Und wohin genau bekommt das Item den, ja, den EP-Teiler. Genau. Gut, dann schauen wir uns die Pokémon noch an. EP-Teiler, rosa Band für Nachtara, Brudersand für Tornupto, genau, Zauberwasser für Gardos, Bandsticker für Alpollo und das Münzamulett für X-Bad. Vielleicht soll ich denen vielleicht noch was anderes geben. Ja, das passt schon, das passt schon. Und dann schauen wir noch mal nach, welche Pokémon wir an welcher Stelle setzen. Ich tue jetzt mal Nachtara an erste Stelle. Und ja, das passt eigentlich. Schauen wir noch, uns noch die Items an, die wir da haben. Ja, ich glaube, ich kaufe noch ein paar mehr Heil-Items. Zum Beispiel ein paar Hypertränke oder sowas. 5 Stück, hoffe ich mal. 5 Hypertränke. Die müssten, glaube ich, reichen. Und 10 Beleber. Okay,
Okay, gut, dann reicht es jetzt. Was hast du zu sagen? In der Pokémon-Liga stellen sich die Top 4 auf eine harte Probe. Du musst sie alle schlagen. Wenn du verlierst, musst du ganz von vorne anfangen. Gut, dann stelle ich mich jetzt davor. Und dann machen wir im nächsten Part die Top 4. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.